Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unboxing und diesmal eine neue Box, die ich hier habe. Nicht nur die Wootbox, sondern die Lootbox oder wie sie auch immer heißt. Die Lootbox von getdigital.de. Und zwar gibt es da auch Lootboxen und ich dachte mal irgendwie, ach, könntest du mal testen. Sah irgendwie immer ganz cool aus, was da drin ist. Bin durch den Tobi, glaube ich, wieder aufmerksamer drauf geworden. Und hier gibt es halt monatlich, 12 Monate, 3 Monate, einmal Lootbox, einmalig, kosten die 35 Euro. Und im 12-Monats-Abo 24,95. Und da kann man noch ein Upgrade draufpacken, pipapo. Ich weiß jetzt gar nicht, welche ich genau habe. Ich würde euch die Box gerne zeichnen, die ist jetzt nicht spektakulär, die sieht jetzt nicht wie der Wootbox toll aus. Das ist ein weißes Paket und es ist so groß, dass es hier so zu viel Platz einnimmt. Deswegen greife ich jetzt immer hier unten hin. Mich hat schon eine Sache direkt angelacht, die einfach oben drauf präsent ist. Das Ding ist auch groß übrigens. Warte mal. Kann ich euch das irgendwie zeigen? Wo ist meine Adresse? Da ist die Adresse, die mache ich so. Das Ding ist groß. Es ist auch schwer. Ich habe auch die. Man kann das auch irgendwie upgraden. Das habe ich auch gemacht. Ich glaube 10 Euro im Monat mehr. Dann kommen halt coole Sachen rein. So, ich habe die erste Sache. Harry Potter. Zwar ist das ein Belgian Light. USB-powered Light. Hier der goldene Schnatz. Off-on. Sieht dann so aus scheinbar. Ich versuche jetzt das mal zu entpacken. Ich bin der Entpacker. Ich bin wie Winra. Ich entpacke. Entschuldigung. Weiß auch nicht. Oh, hier ist ein USB-Kabel. Hier ist eine Anleitung. Man soll nicht Hand auflegen, wenn das Licht leuchtet. Okay. Pappe. Bleh. Los, Papas. Oh Gott, ist das hier wieder ein Müllberge. So. Sieht wie folgt aus. Hier HP. HP ist noch drauf. HP, man kennt es, Health Points. Und hier ist der USB-Eingang hinten dran. Gut. Ich guck mal, ob ich das jetzt hinkriege. Ich habe hier unten so einen Multifunktionsstecker auch mit USB. Ob ich da gerade mal einen USB frei habe. Übrigens. Dieses coole Schweißband habe ich aus der letzten Wootbox bekommen, die ich auch entpackt habe. Schaut doch auch gerne auf dieses Video, wenn das Video zumindest vor dem hier kommt, sonst kommt es danach. Spoiler, Entschuldigung. Ach, so. Hoppala. Es ist auch ein sehr langes USB-Kabel, finde ich immer gut bei sowas. So, drückt mir die Daumen. Ja, es hat schon mal geklappt. Ich hatte noch einen frei. Ist die Frage richtig rum? So. Ist es drin? Es hat noch nichts getan. Muss ich jetzt so drücken? Wie geht das? Was muss ich tun? Ich weiß, ich könnte Anleitungen. Ah! Man muss dagegen hauen. So, es ist jetzt so, so sieht man es nicht so gut, aber es leuchtet halt von unten so. Jetzt bin ich total dunkel, weil das total hell ist. Hat aber was. Hoppala, ausgegangen, angegangen. Hat was, wird von unten beleuchtet. Kann man halt. Ja, ich hab Spaß. Keine Ahnung. Ich lass das jetzt mal hier so stehen. Ha! Hier ist sonst. Achso, hier. Nee, man soll. Achso, das sagt nur, dass man draufhauen soll und dann geht's an und aus. Sehr interessant. Wunderschön. Gut. Was haben wir hier noch? Wir haben. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ein Taschendrache. Glumanda. Oh, ihr wisst, ich liebe Glumanda. Das ist scheinbar ein Feuerzeug. Ich bin zwar kein Raucher, aber ich kriege diese Verpackung nicht gut auf. Doch, jetzt. Wir haben hier so ein Feuerzeug. Oh, ist das cool.
Mit einem Glumanda drauf. Oh mein Gott! Ist das niedlich! Hier so. Und so. Und es ist halt genau da, wo das Feuer dann rauskommt. Irgendwo Flamme und so. Voll geil. Ich tippe, das ist total leer. Oh ne, ist es nicht. Oder doch? Keine Ahnung, ich kann mit Feuerzeugen nicht umgehen. Wie geht das? Ich bin nicht Raucher. Ach, eigentlich müsste es doch... Oh, aua. Ich glaube, es ist leer. Es ist, glaube ich, nur der Feuerstein, der hier so ein bisschen... durchgeht. Ich könnte ja mal gucken, ob was draufsteht. Aber ich finde das sehr cool. Sehr kleine Schrift und so. Ach du Scheiße. Garantie. Garantie in 1000 Sprachen. Das will ich nicht. Ich finde das sehr cool, so von da auf. Allein vom also, das Commander! Was steht hier? Ach du Kacke, das kann ich nicht lesen. Wo ist das auf Deutsch? Sicherheitshinweis. Ja, das muss man füllen. Außerhalb der Reichweite von Kindern. Bedienungsanleitung. Den Innenteil Benzinbehälter aus dem Gehäuse ziehen. Ah. Ah. Mach ich jetzt nicht. Dann kann man es hier unten irgendwie füllen. Wieder rein damit. So. Sollte man natürlich nicht machen, wenn es wirklich gebrannt hat, weil dann ist es heiß. Dann kann man es halt hier so füllen. Wunderschön. Gut. Sehr cool. Was haben wir hier noch? Wir haben Fantastic Beasts. Ein Rubber Keychain. Schlüsselanhänger. Finde ich immer gut. Kann ich mal mir irgendwo hinhängen. Ja, ich hänge mir die Dinger meistens hin. Okay. Das ist halt von diesem Magical Gummi. Magical Congress. Hier, das sieht man kaum, ne? So. So sieht man es am besten. Hinten drauf, ist nicht spannend. Werbung. Deswegen finde ich das auch so, ach, geht so. So ist cool. Aber so ist dann halt so, nee. Na, geht so. Gut, was haben wir hier noch? Zelda haben wir hier irgendwas. Und zwar haben wir, oh wie cool. For use with smartphones, tablets and laptops. 21 waterproof and removable decals. Und zwar sind das scheinbar so Aufklebermäßig, die man auch wieder abnehmen kann. Die ist, glaube ich, auch an diesem einen Glas dran sind. Die hier sind ja an dem einen Glas dran. Hier verschiedene Sorten, Motive. Sieht dann so aus. Kann so aussehen. Finde ich sehr cool. Muss ich jetzt mal aufmachen. Ich habe es gerade mit der stumpfen Seite aufgemacht, weil das nur so ein kleiner Knüppel ist. So. Schauen wir mal rein. Genau, das ist so eine Mappe. Von den Dingern hier. Ist was mehr? Sieht man das? Sind mehrere. Da sind auch alle drauf. Hier lernt ihr Leute... Zelda ist nicht der Grüne, das ist Link. Zelda ist die Prinzessin da. So. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwas auf meinen Laptop packe, weil ich. Der hat zwar nicht viel Platz, aber hey. Also, er ist wirklich vollgepackt mittlerweile. Okay, was haben wir hier noch? Wir haben hier ein T-Shirt drin. Okay. Ich verstehe es nicht. Okay, ah, warte mal. Doch, ich verstehe es ein bisschen. Die Ente, Wurzel aus Kuh? Keine Ahnung, kann das sein? Hier, schwarzes T-Shirt. Das ist übrigens M. Das könnte mir auch schon passen. Ich habe abgenommen. Bisschen zumindest. Ja, die Nerd-Shirts. Es ist sehr passend. Die Ente-Wurzel.
ist schon witzig. Was haben wir hier jetzt? Uah, hier ist was rausgefallen. Oh, hier sind. Huch! Hier sind Bonbons. Oh, hier sind. Hier sind so Aufkleber. Lumos Nox. Also Licht an und Licht aus. Finde ich sehr, sehr cool. So als Aufkleber, die man nutzen kann für Lichtschalter. Und was sehr geil ist, wer das fünfte Element kennt. Multipass. Sehr, sehr geil. Kann man sich hinten drauf verewigen dann noch. Das ist auch extra, dass man da drauf schreiben kann. Sehr, sehr cool. Ich mag den Film. Multipass. Hihi. Dann ist hier ein. Was ist das? Also das war hier in diesem Ding drin. Ich sollte das vielleicht ganz auspacken. Huch. Ach, deswegen vielleicht, oder? Deswegen, keine Ahnung. Ach, das ist nochmal Lumos Nox. Dann sind hier Altarian Dollars. Oh Gott. Ich krieg gerade den Zusammenhang nicht hin. Wo das herkommt. Hier, Dollar. So. Mehrere. Kann man halt so. Ich habe gerade keine Ahnung, wo das herkommt. Ich glaube, hier war das Ding drum. Sonst weiß ich nicht, wo es. Oder? Nee, es passt auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Warum ist das hier drin? Das irritiert mich. Ist nämlich auch nicht flexibel. Ich habe keine Ahnung. Ach, warte mal. Dafür ist das da. Wie auch immer man das. Also ihr wisst, das muss man irgendwie zumachen. Das geht. Ich weiß gerade noch nicht wie. So. Dann ist hier ein Buch drin. Oh. Es ist traurig, weil es tot ist. Also was heißt es, weil die Grumpy Cat ist ja nicht mehr unter den Lebenden, soweit ich weiß. Und es gibt hier ein Grumpy Cat Know It All. Everything you need to know. Das ist so schön. Überall. No, 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 no. Nein, nein, nein. Andersrum gelesen könnte es auch on heißen. Überall steht on. Ach, wie schön. Oh, das sind dann verschiedene Sachen mit der Grumpy Cat. Wie schön. Ach, wie schön. Das ist cool. Etliche Memes mit der Grumpy Cat. Und am Ende sind noch Aufkleber. Oder sind das Aufkleber? Ich glaube, es sind Aufkleber. Guck mal. Wie cool. Wie cool. Ernsthaft. Okay, und jetzt ist hier, glaube ich, das Ding, warum ich abgegradet habe. Ich weiß es nicht. Es ist genau die Größe von dieser Verpackung. So unten. Hoppala. Oh, ein Loot-Heft. Hier kommt auch Loot-Heft. Hier kommt Sand. Eine Loot-Geschichte. Ach, hier gibt es sozusagen eine mini-kleine Geschichte. Sand von Felix E. Farwig. Ja, gibt es noch da drin. Und hier ist das Loot-Heft, was auch so das Thema war. Hier, Pokémon, Harry Potter und so. Und hier unten. Uiuiui, was ist denn das? Shaker Eye Projection Light. Entweder mit Batterie oder USB-Power. So ein Licht. Sieht irgendwie cool aus. Ich muss das jetzt mal aufmachen. Zelda Breath of the Wild. Was ich noch immer zocken muss. Oh. Okay, das kriege ich nicht so einfach aufgebaut. Aber es ist halt so ein Licht. Oh Gott. Okay, hier so sieht's aus. Ich will das jetzt mal ganz schnell anmachen. Warte, ich habe doch hier.
Ich habe doch hier schon ein Kabel angesteckt. Sehr geil. Aha. Dann kann ich das nämlich hier hinten anstecken. Gehst du rein oder bin ich falsch rum? Dann bin ich einfach doof. Nee, ich bin nicht doof. Oder bin ich doof? Nö. Vielleicht bin ich doch doof. Stecker, gehst du rein? Das kann sich nur... Ah, um Stunden handeln. Geht doch. Gute Kabelführung hier hinten. Wie geht das jetzt an? Hier oben ist ein Punkt. Aha. Das ist cool. Hui. Jetzt habe ich noch mehr Leuchtelichte. Ich kann das hier auch auf so einen Ständer tun. Aha, er hat Ständer gesagt. Ich breche gleich was ab, nein. Ach so geht das, glaube ich. Wie geht das? Bin zu doof für sowas. Kinders. Doch so. So, dann kann ich das hier so hinstellen. Das seht ihr jetzt überhaupt nicht, aber ich kann es in der Hand halten. Haha. So. Tata. Tata. Tada! Tada! Cool. Ich habe jetzt zwei Lichter hier, ey. Krass. Mir ist ein Licht aufgegangen und nicht nur eins, sondern zwei, aber immer nur eins gerade. So, und jetzt gucken wir einfach mal hier rein. In das Get Digital Loot Heft. Hier stehen auch die Preise dran. Die goldene Schnatzlampe kostet alleine 25 Euro. Das T-Shirt Entewurzel aus Kuh. Ich hatte recht. Wie der Zufall so will, klingt die Entewurzel aus 9. Ah ne, aus Kuh. Aus 9. Genauso wie die Entewurzel aus Kuh. Ha! Das kann man nur, wenn man es liest. Ein Witz für Mathe-Nerds und alle, die ihr gerne, ihr gegenüber. Ein Benzinfeuerzeug, Taschendrache mit Glumanda, 9,95 Euro, das T-Shirt 16 Euro. Abreißbock, Altair, Dollar. Ist das wichtigste Tauschmittel in der gesamten Milchstraße, was zum Teil auf die allgemeine Inkompatibilität und oder den trügerischen Charakter der meisten anderen Werbungsformen zurückzuführen ist. Oh Gott. So steht es in dem beliebten Reiseleiter per Anhalter durch die Galaxis. Shame on me, ich bin ein Riesenpanater durch die Galaxis, aber ich kam nicht drauf, weil das mir nicht direkt in den Sinn kam und das ein paar Jahre her ist. Berühmteste Nutzer der altairischen Währung ist wohl der 8. Doctor Who. Aha. Gut, da bin ich raus, das habe ich nie geguckt. Kostet 2,95 die Dinger. Makusa Schlüsselanhänger, genau, Makusa heißen die. 3,95. Das ist ein Luggage Tag. Also, ach, das ist. Die Dingen hier ist so für einen Koffer. Um zu sagen, wo, oh, wie cool. 3,95 genauso. Dann haben wir die Loot-Geschichte. Die Grumpy Cat, das Buch. Ist ja leider im Mai verstorben. Ja. Was sie der Welt mitteilen wollte, bleibt also erhalten. Sag nein und immer schön negativ bleiben. Also. So. Kostet 5,95. Barbaris Bonbon. Ja gut. Apfelpüree, was? Aufkleber, 95 Cent, die 4 Stück. Lumos Nox. Dann die Gadget-Aufkleber. Ach, hier sieht man auch, was sozusagen zusätzlich drin war für meine 10 Euro. War halt die Aufkleber von Zelda. Und die das dieses Licht, was ich hier am Ende hatte. Die Aufkleber kosten 8 Euro. Oder 7,95 Euro, sagt, ich runde die 5 Cent runde ich jetzt immer auf. Oder, und das Licht 16,95 heißt 17, 8, 25 Euro wert mehr für 10 Euro. Finde ich cool.
Nee, gar nicht. Ach so. Aha. So, erhalte ein bis zwei zusätzliche, also für dieses Upgrade, erhalte ein bis zwei zusätzliche Artikel im Wert von über 22 €. Hier 25 €. Bezahle dafür 10,95 €. Ist, finde ich, voll okay. Kann man auch immer flexibel einstellen. Will man nicht. In der nächsten Box ist zum Thema, und man sieht immer das Thema, ist Batman. So. Es gibt auch aktuell von Rick and Morty, was jetzt nicht so mein Thema ist, eine legendäre Lootbox. Jo. Tada. Finde ich sehr cool. War jetzt meine erste Get Digital Lootbox. Aus dem Monat August. Oder? Achso, nächstes Jahr ist. Also es ist die aktuelle Lootbox, sagen wir mal so. Ihr habt jetzt noch 14 Tage, 22 Stunden, 58 Minuten, 35 Sekunden, 34 Sekunden Zeit, um die nächste Lootbox zu holen. Aber wahrscheinlich ist es deutlich weniger Zeit. Ein paar Tage weniger. Könnt ihr euch überholen. Das ist dann die mit Batman und so. Gibt es da sonst noch Informationen? Nächste Lootbox. Das sieht aus wie etwas zu. Ah, hier. Bunt gemixte Nerds aus allen Genres für Science-Fiction-Fans, Doctor Who, Star Trek, DC und Marvel, Super Mario, Halo und Game of Thrones. Gibt's was drin? Könnt ihr nachschauen? Link ist in der Beschreibung. Wuhu. Längeres Video, weil viele Sachen drin. Finde ich sehr cool. Hat mir gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen, einen Kommentar. Klein Yeti freut sich auch. Hey, der guckt und lächelt immer besser als ich. Der ist immer in Form. Ich nicht. Also, keine Ahnung. Wie dem auch sei, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, was auch immer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Raketen-Yeti. Ciao!